Dann geht's hier schon wieder rein. So. So symmetrisch. Die dämlichen Öffnen, ihr stört meine Existenz. Guck mal, da lacht der Sandstein. Das bedeutet, wir sind hier noch unter die Stadt mit dem schönen Sand und ein bisschen Erde, weil natürlich auch in die Sand ab und zu ein bisschen Verunreinigungen drin sind. Natürlich, jetzt reißen wir hier noch alles aus. Aua, jetzt habe ich mir von der Pfote an der Stein gehauen, aber ich war schnell genug, mir mit der Spitzhacke zu ollen, um mir nur Fingernägel einmal anzuschlagen. Reicht aber, ehrlich. Wenn ihr einmal eure Fingernägel irgendwie so an Steinen kaputt gehauen habt, boah, tut das weh. Ah. Oh, da kommen wir jetzt langsam unter das Wasser, ne? Naja, werden wir mit klarkommen müssen. Also ich komme mit klar, kommst du nicht klar? Ich komme mit klar. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Licht! Kamera, Schnitt, Action! Hier ist es zu dunkel, das gefällt mir nicht. Sofort auf, dunkel zu sein. Wie viele sind es da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 in die Richtung. 6 in diese Richtung! Witzig. 1, 2. Ne, das ist ja schon 3, das ist ja schon 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. So. Dann stimmt schon mal hier die Richtung, beziehungsweise da die Tiefe. Das ist ja die Tiefe dessen. Dann kann unser Keller ja weiter ausgebaut werden. Nein, du hast die Fackel da weggehauen, ich weiß. Ich weiß. Mach mir keine Vorschriften, wie ich zu bauen habe. Boah, wie ich will, respektiere meine Baumeinung, Alter. Respektiert das. 3 breit, okay, ist klar. Es sind nur 2, das geht ja nicht. Kann jetzt der Klee im Ofen endlich mal zu Ende gebrannt sein? Macht ihr bitte mal aus dem Kackihäufchen Ziegelsteine, die dann hoffentlich nicht stinken. Boah, wenn das echt Kackihäufchen wäre, wie wird es denn hier stinken? Wie die Pest. Es wird aber ordentlich massig stinken. So, das stimmt schon mal. Und danach geht's dann hier ein nach unten. Also ich weiß nicht, ob das dann für einen Pilzfarben schon mal so ein Anfangslayout ist, aber da ich ja eine Hälfte mit roten Pilzen und eine Hälfte mit braunen Pilzen bepflanzen muss, will, möchte, kann, sollte, tun, aufgrund dessen, dass die auf unterschiedlichen Materialien sitzen, so, ne? Passt das schon. Ich denke mal, es passt. Wir sollten jetzt hier unter unserem Haus sein. So ein Stückchen. Also wenn meine Orientierung mich nicht vollkommen verlassen hat, was natürlich sein könnte. Weil es stimmt nicht. Also als wir neulich wieder mal mit dem Auto unterwegs waren, da wusste ich auch ganz genau, wo ich hin sollte. Ja, das habe ich getimed. Ich wusste ganz genau, ja, wir sind hier und hier und dann musst du den und den kreisen und dann das und das und dann passt das. Mein Orientierungssinn ist legendär. Manchmal. Wie lange denn noch? Ich kann nicht mehr warten. Ich bin so ungeduldig. Ich bin immer so ungeduldig. So ein Springensfeld. Ja, kennt man ja, dass ich ein hypernervöser Mensch bin. Stimmt auch sogar zum Teil. Also ich neige zu Stress und Panikattacken, aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten bin ich tatsächlich mehr ein ruhiger Mensch. Auch die Leute immer so glauben, oh Hanni, die quatscht bestimmt voll viel. Das kommt immer auf die Person an. Also es gibt Menschen, mit denen kann ich mich stundenlang anschweigen. Und es gibt Menschen, da höre ich einfach nur zu, während sie reden. Und es gibt Menschen, mit denen quassel ich halt ganz doll viel. Und es kommt doch auch immer auf meinen allgemeinen Zustand an, ob ich gerade Lust habe zu reden oder nicht. Also wenn ich so in einem größeren Freundeskreis bin mit mehreren Menschen zusammen, dann sagen die Leute mal, Hanni, du bist erstaunlich still. Hätte ich nicht gedacht. Würde mir der Gamescom auch sagen lassen, boah, ich dachte, du bist so aufgedreht, du bist ja richtig ruhig, das ist ja voll angenehm. Ich so, ja, ich bin gar nicht so durchgeknallt. Lall. Ich war noch nie verknallt, wenn, dann verliebe ich mich. Ich knall doch niemand. Nee, der war nicht so schlecht, wie er sich anhörte, der war noch schlechter. Wie breit habe ich das denn da gemacht? Sind das auch 3 Stück? Ja, 3 breit. Boah, das ist noch nicht breit genug. Der braucht noch mehr Stoff. Dann ist der breit genug. Noch ein Joint mehr und dann passt der Gang. So. Regnet es? Ah, im RL, nicht in Minecraft. Ich dachte schon, hä? Es plätschert so da draußen. Ja, es regnet bei uns, das ist schön. Ob es den ganzen Tag lang so sonnig war. Das mit der Decke sollte ja dann hoffentlich einigermaßen klappen. Wir wissen ja, dass da ziemlich dicht schon das Meer auf uns lauert. Das Bösartige.
grauenvolle, unakzeptable Meerwasser. Aber hier Gott sei Dank noch nicht. Da packen wir dann halt Cobblestones rein. Das plätschert hier schon so ein bisschen über uns. So. Man sagt ja, das plätschernde Geräusch bringt manche Menschen dazu, schnell aufs Klo zu rennen. Ist mir jetzt ja so nur nicht aufgefallen, aber kleinen Kindern, ne, lässt man ja auch so den Wasserhahn an, damit die Pipi machen können. Ach, du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig. Ich mag dich. Sei gefälligst auch fertig. Ach, du kannst gar nicht fertig sein. Du theoretisch schon. Ich nehme euch das schon mal ab, was ich hier kriegen kann. So, wir haben für Symmetrie und unsere riesige Keller ges... Was war das für ein Geräusch? Das hat gerade gemacht so plopp. Hat ein Hühnchen dein Ei gelegt? Es ist dunkel. Es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. Oh, nee. Ah, ein Geräusch, weil ich jetzt unter der stand kellerfrei. Ah, ah, ah. Ein Tor. Oh, das war eine schöne Decke. Wie bei Hogwarts. Oh, gute Nacht, Honis. Guten Morgen, Honis. Katatunga, Katatunga. Oh, ich halle ja noch. Das geht natürlich nicht. Wie sieht's hier aus? Ihr seid fertig. Das ist aber schön. Dann kann ich ja mal hier schon mal so ein 64er-Stack machen und dann brauchen wir gar nicht mehr so viel. Habe ich viel zu viel gemacht. Naja. Besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? So. Toll, jetzt habe ich diese drei obligatorischen Spaßbremsen da übrig. Kann ich jetzt mein Dach etwa vollenden? Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ich kann es kaum glauben. Ach, Moment, da muss ich erstmal hier wieder nach unten hüpfen. Boing, boing. Boing. Boing, boing, boing. Ich glaub's noch nicht. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich muss ja dann auch noch die Halbstüfchen machen, um die dann da oben reinzuballern, damit das hier innen drin schön aussieht. Oder ich mache von unten nochmal dagegen Treppenstufen, die dann so dagegen gestellt sind. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Guckt euch das an, ein Dach, Kinder, ein Dach, ein Dach, ein Dach. Was war das für Geräusche? Ich glaube, das konnten nur noch Hunde hören. Deswegen drehen die unten auch immer so durch. Alles wegen meiner Stimme. Alter, wie es jetzt bei uns regnet. Die Welt geht gerade unter. Ich spiele weiter. Wehe, es gewittert. Ich nehme auf. Ich will jetzt meinen PC nicht runter. Ich bin gefangen. Ich komme ja nie wieder runter. Günther, ich muss mal über dich drüber. Oh, das ist ein böses Hühnchen. Das ist nicht das Problem. Wenn das böse Hühnchen kommt, hausche es mit meinen Zweigen. Okay. Guck mal, hier ist fast alles gewachsen. Ausgezeichnet. Ich hab ein Dach. Ja, so mit Treppenstufen wäre mir das eigentlich lieber als mit den Dingern. Da habe ich hier völlig umsonst Blöcke verhauen. Naja, wer weiß, wozu die noch gut sind. So, im nächsten Update gibt es ja dann auch endlich Blumentöpfe. Da freue ich mich schon total drauf. Pflanze ich dann Blümchen rein und fühle mich wunderbar. Schwimmen. 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 Stup. Schwimmen. Stup. Schwimmen. Und dann nochmal. Ey, Kiste. Schwimmen. Hey, das ist ja meine. Ich hab den vermisst. Moment. Und? Exzellent. Seht euch mein Design an. Es ist wunderschön. Das mit dem Holzstamm, da gefällt mir noch nicht so ganz. Aber naja, das wird noch. Das wird noch. Das kriegen wir noch hin. Wo kommt denn Hitler jetzt schon wieder her? Guten Tag, ich spiele das auch mit Minecraft. Oh, das ist ein brauner Block, der gefällt mir, daraus baue ich jetzt mein Haus. Das ist Erde, damit kannst du nichts anfangen, Adolf. Warum nicht? Darauf wird mein neuer Staat wachsen. Kann hier mal jemand aus meinem Spiel entfernen? Danke. Nee, darf ich irgendwo mitspielen, das ist unfair. So, okay, wir haben jetzt Erde, die können wir wieder da reinpacken. Zack, zack, und jede Menge Steine auch. Und Gravel und das da und das und überhaupt haben wir total viel Zeug wieder abgefahren. Und da kommt die Zeug. Da kommen jetzt wieder diese Sachen dahin. Und unten die Öfen im Keller, die bauen wir jetzt einfach mal ab. Und dann kommt als nächster Plan Höhle erkunden, ne? Nicht, dass wir das vergessen. Das war ja auf unserer To-Do-List ganz oben und wir haben das voll hingekriegt. So, erstmal hier wieder den Kram rausnehmen. Zack. Klingeling. Klingeling. Okay. Öfen ab.
bauen, wollte ich gerade sagen. Hab dann zu früh aufgehört, den Ofen abzubauen und der Ofen wurde nicht abgebaut. Oh nein, ich schäme mich ja so sehr. Hatte ich nicht auch eine Axt? Doch, ich wusste, dass ich eine Axt hatte. Boah, wenn diese Hühnchen da oben hört. Runter von meinem Rasen, ihr blöden Viecher! Ah! Zombie. Zombie. Sehr ist ein Zombie. Ach, near my Keller. Hallo, Hühnchen. Ich hatte ja eh die Vermutung, dass da irgendwo ein Dungeon sein muss. Ich meinte kein Dungeon, sondern ihr wisst schon, was ich weiß. So, wie sieht's mit dem Wetter? Ach, jetzt kann ich ja nicht mehr gucken, wo die Sonne steht. Schade. Ob ich jetzt noch losgehen soll oder ob ich dann lieber noch warte, bis ich ganz viel Kekse farmen kann. Oh, es geht auf. Es geht auf. Oh, ist das toll. Da freue ich mich aber. An ihr geht jetzt bestimmt nicht auf. Das kenne ich doch. Ich kenne euch doch. Ja, ja. Bleiben wieder die zwei Schweine übrig. Ja, ja. Zack. Und zack. Und stopp. Und schwippum. Guck mal. Das ist wunderschön so. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Aber mir gefällt es nicht, dass das hier so ein Stück reingeht. Naja, dann muss es halt so bleiben. Und das beengt irgendwie voll das Design meines Hauses. Ich könnte ja mal ein paar Designs bei Rahmschnitzel klauen. Ich gucke ja das Rahmschnitzel, LP, was soll ich... ich meinte, ich gucke das Minecraft-Let's Play von Rahmschnitzel. Ich habe mich gerade in Buchstaben verkudelmuddelt. Das gucke ich sehr gerne, das ist eins meiner Lieblings-Let's Plays. Es ist immer so entspannend. Und, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, da kann man so schön Layouts immer klauen. Das ist zum Beispiel so schön gemacht, so mit dem so, hier so übereinander. Wollte ich nur mal so zeigen, so. Und dann wieder so. Das sah total toll aus. Das hat mir voll gefallen. Ich weiß noch nicht, wo ich das mal anbringen werde, so als Design. Aber eines Tages könnte man nicht auch... Moment, wie ist denn das jetzt, wenn man Holz anbringt? Wenn ich das jetzt da hinten anklicke, dann bleibt es auf jeden Fall so. Da oben auch. Das muss ich das wirklich von oben setzen? Aber reicht das denn nicht? Also das mit den Holzsteinen habe ich noch nicht raus. Mit den Halbsteinen, ja, aber mit den Holzsteinen, das kann ich irgendwie noch nicht. So. Das sitzt so nebeneinander. Hallo, Hundi. Oh, sitzt du da so ganz doof. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Wolfi. 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 Putzi, putzi, putzi. Putzi, putzi, putzi. Hund? Was will denn jetzt hin? Ach, da. Machst du in der Treppe? Wie machst du das? Puh. Halbierter Hund. Hundi? So ist brav, was jetzt? So ist brav, so ist schön. Ach, guck mal, das ist voll asymmetrisch. Das ist doch schön. Oh, ist asymmetrisch. Ich habe so eine Idee. Ich möchte ja später auch mal Gäste haben in meinem Minecraft-Lichtblick. Und das könnte man dann hier schon mal dafür sorgen, dass diese Personen dann nebeneinander so schlafen können. Ist doch schön so. Ja, das passt. Das gefällt mir. Gut. Sehr gut. Wie sieht es mit der Sonne aus? Ist eigentlich noch weit genug oben. Dann können wir mal mit dem Weizen... Der Weizen, der nicht wächst, ey, der kriegt jetzt sowas von dermaßen Knochen auf die Fräse. Ich sag's euch gleich. Das macht mich voll aggressiv, ey, wenn der nicht wächst. Boah, wird's jetzt kalt hier in meiner Wohnung. Ey, Regen da draußen, kannst du mal aufhören, Weltuntergangsstimmung zu verursachen? Das wäre voll geil, wenn du aufhören würdest, ja. Das wäre echt... Oh, da wäre ich... da wäre ich so. Verstehst du? Oh, das wäre so. Oh, das wäre so toll. Ja, ja, das wäre so toll. Habe ich alles? Ja. Eigentlich reicht doch so ein kleines Loch in der Mitte. Ne? Man braucht gar nicht so viel. Braucht gar nicht so viel von dem Wasser. Sollte eigentlich reichen. Wenn ich jetzt hier eins hinmache, dann versiegt der Wasser da. Dann versiegt der Wasser da. Hm, gute Deutsch, Honey. Gute Deutsch. Das müsste aber eigentlich so gehen. Wir werden es ja sehen, ob das das Weizzeugs dann. Ne? Und so. Ne? Ja. Hm. Ja. Was? Nein. Ich. Nicht komisch, oder? Was? Und die Dinger müssen dann wirklich nur woanders hin. Das sieht doof aus. Das ist kaputt gemacht. Ich brauche eine zweite Spitzhacke. Ich glaube, man kriegt mehr Seeds raus, wenn man mit einer Spitzhacke da drauf rumballert. Hatte ich nicht übrigens auch noch Zäune? Habe ich mir eingebildet, ne?
Reichen die Sticker dann für Zaun? Ich hoffe es. Komm schon, gib mir Zäune. Yeah. So will ich das sehen. Können wir mal aufhören, Eier zu legen? Das ist voll irritierend. Dann kann ich nämlich auch hier nicht mehr runterfallen. Und hab hier nebenan schöne Beleuchtung noch für mein Haus. Bling. Gefällt mir. Was? Wo wollte ich? Wollte doch jetzt auch. Ach so, ja. Richtig, da war was. So mache ich mir jetzt eine Eisenfeldhacke. Harke. Feldhacke oder Harke? Hacke. Hacke dicht. Vorher wollte ich ja die Dinger, die hier nicht wachsen wollten, die Schweine, die wollte ich ja noch wachsen lassen. Kriegst du gefälligst? Ein Ei. Warum seid ihr hier so zweit? Was macht ihr denn da Ekliges? Nicht vor den Kindern. Ein junges Publikum, das zuguckt. Weizen. Zerstörung. Was? Nee. Ich habe... Mir geht's gut. Was? Alles normal. Habe ich jetzt alles aufgesammelt? Ja.